Kämpfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. In Fliegerausrüstung. Schick. Super. Das ging aber wirklich schnell. Die Bürgermeisterin, Henrietta, die Tollpatsch und Danny. Ich heiße Draufgänger Danny X. Sind oben in den Bergen in eine tiefe Schlucht gefallen. Deshalb ist dies eine ultimative Luftrettung. Die Schlucht ist ganz schön eng. Also müsst ihr mit dem Fallschirm reinspringen, um sie zu retten. Sky, mit deinem supergroßen Rettungshubschrauber leitest du heute den Einsatz. Ja, ich bin der ultimative Flughund. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Rocky rockt. Rubble, spring du rüber zu den Tollpatschs und ich lass das Seil runter. Rubble ist der Retter. Okay, Luftrettungshunde. Los, los, los. Cooler Fallschirm. Danke. Ruff. Greifer. Ja, hallo Freunde. Ich dachte, ich schau mal vorbei. Nächster Halt, Skys großer Hubschrauber. So geht Bergsteigen natürlich auch. Wow, das ist echt so krass. Rubble, hast du Henrietta gesehen? Nein, noch nicht. Oh, hätte ich doch bloß mein Hühnersuchgerät eingesteckt. Oh, oh Mama, mein Schlauchboot bewegt sich. Halten Sie durch. Sky, das Schlauchboot der Bürgermeisterin rutscht ab. Ich bin schon unterwegs. Marshall, Zuma, ihr müsst jetzt die Bürgermeisterin auf die Plattform ziehen. Wow, ich rutsche ab. Oh, bitte beeil dich. Ich habe das im Griff. Ich hab's doch nicht im Griff. Zuma, wirf deinen Rettungsring. Gute Idee. Ruff, ruff. Rettungsring. Freunde, ein Bergsteiger bleibt noch übrig. Oder sollte ich sagen, ein Huhn ist noch übrig. Da sind sie ja. Ein Huhn, ein Ziegenbaby und eine Ziegenmutter noch dazu. Ryder, wenn du dich um die Mama kümmerst, übernehme ich das Baby und Henrietta. In Ordnung, Sky. Durchhalten, Frau Ziege. Ich komme. Ich stelle den Hubschrauber so ein, dass er alleine fliegen kann. Und nichts wie weg hier. Wir heben jetzt ab. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Fellfreunde. Jake und Everest brauchen unsere Hilfe bei einem rätselhaften Problem. Hey! Das Schneemobil von Everest ist einfach von selbst losgefahren und wir wissen nicht, warum.
Vielleicht ist es ein Geisterfahrer. Das glaube ich nicht, Rubble. Aber was auch immer es ist, wir müssen es aufhalten. Für diesen Einsatz brauchen wir... Rubble, du musst mit deinem Schaufelbagger die Laubsäcke holen. Wir werden daraus eine Barrikade bauen, um das Schneemobil sicher zu stoppen. Rubble ist der Retter! Und Rocky, wir brauchen deine Werkzeuge und deine Erfahrung, um rauszufinden, warum das Schneemobil von selbst fährt. Rocky rockt und stoppt das Schneemobil. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Jetzt funktioniert sie ganz toll. Schneemobil, reg dich ab, Mann. Komm schon, Drohne. Jetzt machen wir eine Spritztour in die Stadt. Hey! Da fährt das Schneemobil, aber wo ist Everest? Wir sind hier. Und total erschöpft. Oh. Komm, Jake, steig mit auf mein Quad. Spring rein, Everest. Danke. Auf geht's, alle zusammen. Folgen wir dem Schneemobil. Guckt euch mal meine Drohne an, Leute. Huch, was ist hier los? Hey, wer fährt meinen Lieferwagen? Was ist passiert? Mein Auto ist gerade von selbst losgefahren. Und mein Lieferwagen hat beschlossen, ohne mich zu liefern. Es scheint fast so, als würden die Fahrzeuge ferngesteuert, Ryder. Unfair, Katzentransporter. Ich bin der rechtmäßige Fahrer. Wir müssen die Fahrzeuge wieder einfangen. Chase, Marshall, fahrt in die Stadt. Findet Frau Gutherz Auto und Herrn Pfeffers Wagen und stoppt sie. Geht klar. Da ist mein Schneemobil. Hinterher. Oh ja, ich bin garantiert der beste Drohnenpilot aller Zeiten. Und seht mal, da ist Draufgänger Dannys Drohne. Warum rast mein Schneemobil wild umher? Es fährt ständig im Kreis. Genau wie die Drohne da oben, seht ihr? Ja, natürlich, das ist es. Dannys Fernsteuerung lenkt anscheinend das Schneemobil und die anderen Fahrzeuge auch. Danny, schalte die Steuerung aus! Er ist zu weit weg, um uns zu hören. Festhalten! Wir müssen ihn einholen. Kätzchen, komm zurück. Keine Sorge, Herr Bürgermeister, wir werden Sie anhalten. Sky, Danny ist unterwegs zu Bauer Alfred. Sagt Danny, dass er seine Steuerung ausschalten soll. Geht in Ordnung, Ryder. Ich sehe Danny ganz da vorne. Klasse, jetzt fangen wir dieses Schneemobil ab. Rubble, schneid ihm den Weg ab und benutze die Laubsäcke als Stoßfänger. Alles klar, Ryder. Danke fürs Mitnehmen, Rubble. Kein Problem. Nicht so schnell, Schneemobil. Toll gemacht, Rubble. Schalt deine Fernsteuerung aus, Danny. Was? Ich heiße Draufgänger Danny X. Hä? Danny, pass auf hinter dir. Krass. Ryder, ich habe Danny gefunden, aber er hört mich nicht. Versuch, seine Fernsteuerung auszuschalten. Wuff, Greifer. Fahr dich dran, dann kannst du deinen Wurfhaken benutzen. Alles klar, Ryder! Wow! 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 Hilfe! Ah, Wurfhaken! Wow! Wow! Ich wurde von einem Baumstamm verfolgt. Wie ist das nun passiert? Hä? Man könnte sagen, es hat alles damit angefangen. Danke, Fellfreunde. Wegen rätselhaftem Hundegebell haben wir heute zwei Einsätze. Also, was macht Ryder als nächstes? Er sagt uns, welche Hunde er braucht und was genau sie tun sollen. Okay,
Also um den Postboten zu retten, brauchen wir Marshall. Du musst deine Feuerwehrleiter ausfahren, um ihn vom Baum runterzuholen. Und du musst dich beeilen. Marshall macht's. Klasse Spruch. Hast du dir den gerade ausgedacht? Und Sky, dich brauche ich auch. Du musst mit deinem Hubschrauber Bürgermeisterin Gutherz und Henrietta sicher auf den Boden bringen. Ich heb jetzt ab! Sehr lustig. Okay, also gut, Paw Patrol, dann legen wir jetzt los. Ich glaube, du meinst, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ja, genau. So viel Spaß hatte ich lange nicht. Nochmal! Lauter! Was? Oh nein! Ich hab den Strohhalm erwischt! Ich häng fest! Oh! Ich muss Sky helfen, und zwar schnell. Aber wie? Hä? Eine bellende Katze? Mach weiter so viel Unfug! Na los, Kätzchen! Was ist das für ein seltsamer Anhänger? Bürgermeister Besserwisser steckt bestimmt hinter den missglückten Rettungsaktionen. Das Gerät, das er da hat, bringt seine Kätzchen zum Bellen. Diese Streiche funktionieren so fantastisch, das sollten wir unbedingt feiern. Kommt schon, Hundekätzchen. Wir verscheuchen Herrn Pfeffer aus seinem Restaurant und gönnen uns ein paar Gratissachen. Ja! Wir müssen diese bellenden Kätzchen aufhalten. Chase, Rocky, wir treffen uns in meinem Tierwaschsalon. Das ist ein Fall für Chase. Rocky, Rock. Ihre Sprüche finde ich einfach klasse. Laut bellende Katzenhunde. Weg hier. Katzen lieben Wollknäuel. Also, Chase, du musst sie vom Restaurant weglocken. Alles klar. Wuch, Knäuelwerfer. Miezekätzchen, wollt ihr spielen? Hey, kommt zurück, ihr undankbaren Hunde. Ich meine Kätzchen. Rocky, stell die Fernbedienung so ein, dass sie keine Hundelaute mehr macht. Geht klar. Wuh. Schraubendreher. Kätzchen, hört auf, euch wie Kätzchen zu benehmen. Ich versuche hier umsonst zu essen. Was? Ihr Miezehunde klingt wie Miezevögel. Besser. Jetzt holen wir sie hier runter, Herr Postbote. Hey, ich kann meinen Rettungsgurt wieder steuern. Rettungsgurt. Ich hab ihn. Das hast du gut gemacht, Sky. So, das hätten wir, Herr Pfeffer. Ihr Restaurant ist katzenhunde- und vogelfrei. Danke, Kathi und Fellfreunde. Oh, seid still. Ich fahr doch nicht den ganzen Weg nach Hause mit einem Katzenmobil voller Vögel. Ihr seid echt toll, Fellfreunde. Ich hab ein Wollknäuel für dich aufgehoben, Katzi. Keiner kann dich ersetzen, Katzi.